Das Stichwort Karten war gerade ein Steilpass für meinen Beitrag. Es geht unter anderem um Karten, aber eben auch um Extended-Karten. GOAR, Geospatial Augmented Reality. Da muss ich zuerst kurz eine Begriffsklärung vornehmen. Wenn Sie schauen, wer das eigentlich betreibt oder woher unser Institut kommt, Vermessung, Geoinformation, dann ist das eine Disziplin, die seit Jahrhunderten die Erde vermisst, die Erde abbildet. Und bis vor 2 Jahrzehnten das Ganze halt vor allem in analoger Form gemacht hat. Aber seither hat sich das Blatt enorm gewendet und ist eine der ersten Disziplinen, die voll auf die digitale, auf die Digitalisierung umgeschwenkt hat. Und damit ist eigentlich nicht nur die Erfassung der Realwelt wichtig geworden, sondern auch die Analyse und eben auch die Erweiterung der digitalen Realwelt. Sie sehen auf der schon betagten Grafik rechts, auf diesem Loop, der jetzt geschlossen werden kann, dass man also nicht nur Karten ableitet, sondern dass man eben den Loop schließen kann und wieder Planungsprojektionsarbeiten vornehmen kann. Wir haben vor etwas mehr als 10 Jahren mit dem Thema Augmented Reality begonnen, zusammen mit der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Und so sah etwa das damalige System aus. Hardware im Wert von 100.000 Franken am Rücken. Aber doch schon schöne Resultate mit einem riesen Aufwand. Und seither sind wir immer ein bisschen am Ball geblieben, in letzter Zeit wieder verstärkt und haben uns vor allem um die Erweiterung in Raum und Zeit gekümmert. Da werde ich das Beispiel Augusta Raurica zeigen. Dann Erweiterung von Karten. Was ist da möglich, wenn man ein konventionelles Medium wie die Karte nimmt? Dort werde ich die Swiss Arena App vorstellen. Und dann schließlich noch das Messen und Entscheiden in der erweiterten Realität. Ich werde nicht über die Forschung selbst, was wir genau machen, berichten können in der kurzen Zeit, sondern werde ausgewählte Resultate präsentieren. Beginnen wir mit Augusta Raurica. War von 44 vor Christus bis etwa 200 nach Christus eine blühende Metropole, eine der größten Städte nördlich der Alpen, mit bis zu 15.000 Einwohnern. Man ist da nicht ganz schlüssig, ob es bis 20.000 waren. Also eine tüchtige Kleinstadt. Und heute ist es der größte archäologische Park der Schweiz und ein beliebtes Ausflugsziel. Nur das Problem, es sieht fast überall so aus. Also man sieht nur Ruinen, Bruchstücke, wenn man überhaupt etwas sieht. Und gerade für Kinder hört man immer wieder, da sieht man ja gar nichts. Was ist denn das Spannende hier an dieser Römerstadt? Und das war eigentlich die Herausforderung. Das begann eigentlich schon 15 Jahre früher, dass wir immer wieder in langjähriger Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team eine vollständige digitale Rekonstruktion der Römerstadt vornahmen. Sie sehen hier das aktuelle Resultat. Das Modell basiert auf den Grabungsdaten, also die digitale Information passt auf 10 cm genau auf die Mauern, wo sie vor 2000 Jahren standen. Eins der Ziele war, man hat daraus ein 4 auf 4 Meter großes Bronzemodell gegossen mit 3D-Druck, also eins der größten Bronzemodelle vor Ort, dass die Leute wieder haptisch das Ganze erleben können. Aber man will jetzt natürlich das Ganze auch mit Augmented Reality-Anwendungen verwenden. Hier sehen Sie das Resultat und Sie sehen im Hintergrund grüne Wiese. So sieht es tatsächlich aus. Es ist die neue Besucher-App mit ein paar Augmented Reality-Features, noch auf einem Niveau, wo es eben wirklich funktioniert und nicht experimentell ist. Das war eine wichtige Herausforderung. Und Sie sehen hier typische Inhalte, verschiedene Quartiere, eine historische Karte, wo man auch sieht, wo man im Moment sich befindet und dann mit Ton und Text auch verborgene Elemente, die vorgestellt werden können. Und beispielsweise, wenn Sie jetzt an einem Posten stehen, kriegen Sie einen Einblick, wie die Stadt damals etwa ausgesehen hat mit dieser digitalen Rekonstruktion. Man sieht die typischen Laubengänge. Eigentlich war Augusta Raurica das damalige Bern mit seinen ganzen traditionellen Laubengängen. Das zweite Beispiel, die konventionellen Karten haben immer noch, sind recht beliebt, aber natürlich die Information drin ist so alt wie das Druckdatum. Wie wäre es, wenn wir zusätzliche Dimensionen einbringen könnten? Das zeigen wir hier, das ist ein Beispiel, wo wir die dritte Dimension dazu nehmen. Ich kann mich über die Karte bewegen und kann die Karte dreidimensional
erkunden. Ich kann auch Live-Informationen einblenden. Wo ist beispielsweise das nächste Bergrestaurant? Ist das im Moment geöffnet? Wo finde ich hier gerade die nächste Bushaltestelle? Wann fährt der nächste Bus? Also eigentlich auch hier mit Handy oder mit Tablet nutzbar. Und dieses Konzept wollten wir jetzt weiterbringen. Sie sahen, das war eine Karte mit überschaulicher Größe. Das kann man mit heutiger Technologie recht gut handeln. Aber wenn man jetzt auf eine große Karte geht, auf eine wirklich große Karte, dann wird es anspruchsvoll. Diese große Karte finden wir in der Schweiz im Verkehrshaus. Etwa 200 Quadratmeter groß, begehbar mit netten roten Finken. Und wenn man sich die Datenmenge anschaut, ich habe es kurz ausgerechnet, das wären etwa 700'000 Full-HD-Monitore auf eine riesige Wand gestapelt. Das ist die Auflösung dieser Karte. Das ist eine gigantische Datenmenge und die Herausforderung war da, eine Lösung zu finden, die auch auf dem Handy funktioniert. Inhalte sind beliebiger Weiterbau. Wir haben mal einfach begonnen mit einer Ortssuche, mit der Integration von Live-Flugverkehr und mit aktuellem Wetter. Und wie gesagt, das Ganze sollte auf dem Handy funktionieren. Hier jetzt aus einer Masterarbeit von einem Studierenden, der den Prototypen erarbeitet hat. Man sieht jetzt etwa die Dimension der Halle und eigentlich die Lokalisierung muss an jeder Stelle funktionieren. So wenig Leute hat es normalerweise nicht da drin, das ist die nächste Herausforderung. Und man sieht jetzt hier die Adresssuche, ich kann irgendwas eingeben und die App zeigt mir, wohin ich gehen muss, damit ich dort jetzt diese Location finde. Das nächste Modul ist der Live-Flugverkehr. Ah ja, wenn ich irgendwie wissen möchte, welche Ortschaft ist, nichts beschriftet, kann ich so eigentlich herausfinden. Und hier haben Sie jetzt den Live-Flugverkehr, wie er gerade über der Schweiz stattfindet. Sie können zum Flugzeug rangehen, Sie können fast ins Cockpit schauen. Das sind alles 3D-Modelle. Die Swiss-Modelle haben sogar die Swiss-Bemalung. Die anderen sind grau. Und hier jetzt, wie die definitive App aussieht, wenn Sie ins Verkehrshaus gehen, Sie finden die App, Sie können sie runterladen, gehen Sie mal in die Swiss Arena, ist spektakulär, der Besuch lohnt sich. Komme ich zum dritten Schritt, das war das Messen und das Entscheiden in der erweiterten Realität. Wir nennen es auch Infrastruktur 4.0. Hier sehen Sie unser Forschungsfahrzeug, sieht ein bisschen wie Street View aus, ist nicht ganz zufällig. Wir haben, glaube ich, mehr Kameras drauf, deutlich mehr Kameras als Google. Und aus dieser Entwicklung ist auch ein Startup entstanden. Ich habe den Namen oben aufgeführt, weil der Startup ist auch auf der Extended Reality Map des GDI. Und die haben vorletztes Jahr den Swiss Economic Award gewonnen. Das will zeigen, wenn man den Economic Award gewinnt, dass die Experten auch ein Geschäft, ein Business dahinter sehen. Also das würde ich behaupten, ist jetzt mal ein Augmented Reality Case, der tatsächlich auch ein Business ist. Hier, wie sieht das aus? Sehr unspektakulär. Sie können in irgendeine beliebige Position reinspringen, Sie können im Videomodus durchfahren, stoppen. Das sind Geoinformationsdaten, die werden zentimetergenau überlagert. Und ich kann jetzt hingehen und mit dem Cursor an jedem beliebigen Browser in der Verwaltung, im Kanton Aargau sind es über 300 Nutzerinnen und Nutzer, die an jeder Stelle das Kanton springen können, da kurz ein Maß abgreifen, schauen, sind da die Sicherheitsabstände bei den Fußgängerstreifen eingehalten, etc. Und der nächste Schritt ist, das Ganze funktioniert bereits auf dem Handy, aber jetzt mit Augmented Reality-Messfunktion ist das Ziel, dass wir draußen Zentimeter genau mit einem Smartphone oder einem Tablet Absteckarbeiten, Messarbeiten vornehmen können, für das Sie bis vor kurzem noch irgendein teures Equipment für 30, 40, 50.000 Franken brauchten, zukünftig mit dem Smartphone möglich. Besten Dank und hier auch noch der Dank an das ganze Team, das dahinter steht. Vielen Dank, Herr Nebikon. Ich bin jetzt schon Fan von Ihren 3D-Karten. Ich hätte da noch einige Kandidaten aus meiner Militärzeit, die wahrscheinlich dankbar gewesen wären um diese 3D-Karten und der einfachen Bedienung. Noch kurzer Hinweis für diese Kurzreferate. Sie haben wiederum natürlich im Anschluss die Möglichkeit, diese Herren im Anschluss an diese Vorlesung, nennen wir es jetzt mal, unten im Restaurant kurz aufzusuchen und ihnen das Gespräch zu suchen.
Wunderbar. Wir hängen hier jetzt thematisch gerade ein, und zwar bei einem Kollegen von Herrn Ebeker, der kommt ebenfalls aus der Forschung, allerdings von der Hochschule Luzern. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Herrn Thomas Koller. Vielen Dank. Schönen Nachmittag allerseits. Es freut mich, Ihnen etwas über unser Forschungsprojekt erzählen zu dürfen. Ich werde Ihnen ein Forschungsprojekt vorstellen. Es handelt sich da um ein KDI-Projekt, das wir zusammen mit einem Wirtschaftspartner durchgeführt haben. Der Wirtschaftspartner war Liberovision, also wurde als Liberovision gegründet, mittlerweile übernommen von der Firma VisRT, ist ein ETH-Spin-off im Technopark Zürich und macht Software. Was für eine Software machen Sie? Sie machen Software für Augmented Reality für Sports Broadcasting. Das heißt, wenn Sie schon mal ein Fußballspiel am Fernsehen gesehen haben, dann kam da vielleicht irgendeine Offside-Situation und da sehen Sie eine Ansicht und da haben Sie die Offside-Linie eingeblendet. Sieht für Sie wahrscheinlich mittlerweile völlig natürlich aus, muss ja dort da sein, aber das muss jemand berechnen. Oder Sie haben dann die Halbzeitanalyse des Fußballspiels gesehen im Sportstudio und Sie haben gesehen, ja, der Spieler hätte dorthin rennen sollen, der Spieler hätte dorthin rennen sollen und diese Spielzüge werden dann animiert und aufgezeichnet. Und vielleicht sehen Sie auch, okay, der Goalie, der hätte das so und so sehen können, eigentlich hätte er das halten müssen und Sie sehen irgendeine Ansicht, die gar nicht existiert. Und das ist die Software, die diese Firma macht und an der wir da in diesem Projekt gearbeitet haben. Sie haben hier ein anderes Beispiel aus American Football. Auch hier, das ist eine Einstellung, Sie stehen direkt hinter dem Quarterback. Dort gibt es keine Kamera, sondern diese Kameraansicht ist virtuell berechnet aus den bestehenden Kameradaten. Oder Sie haben da den Spieler markiert, Sie haben da die Linie markiert und eingezeichnet, wo er den Ball hinwirft. Und das sieht natürlich jetzt natürlich aus, als sei sie da auf dem Feld eingemalt. Aber das sieht einfach aus, ist es aber nicht ganz. Sie müssen erstens wissen, wo ist die Kamera, wo ist das Spielfeld und auch, wo sind diese Spieler hier, die ja die Linie verdecken, sodass sie die Linie auch hinter den Spielern eben nicht zeichnen müssen. Und das ist etwas, was wir gerade untersucht haben in unserem Forschungsprojekt, nämlich das Tracken und Verfolgen von Spielern auf dem Spielfeld, zum Beispiel von Fußballspielern. Das heißt, Tracking heißt, wir möchten wissen, wo ist ein Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ist der Spieler vielleicht zum nächsten Zeitpunkt, um Voraussagen machen zu können und dann vielleicht in einem Fußballspiel eine ganze Analyse machen zu können, wie sich der Spieler da bewegt hat. Nun, das war ein Forschungsprojekt, das heißt, wir müssen ja irgendetwas Neues machen, Forschung machen und ich möchte Ihnen hier etwas erläutern, wie wir das technisch im Prinzip neu da gemacht haben. Wie wurde es vorhin gemacht? Herkömmliches Tracking. Sie haben da den Spieler, Ihr Objekt, das Sie verfolgen möchten. Sie haben da zum Beispiel zwei Kameras. Sie haben die Bilder des Spielers in den beiden Kameras und nun könnten Sie ja zum Beispiel den Spieler detektieren in beiden Kameras und dann mit der Information über die Kamera auch ausrechnen, wo sich der Spieler befindet in 3D auf dem Feld. Das geht, hat aber einige Nachteile. Was ist, wenn der Spieler zwischendurch mal in einer Kamera nicht sichtbar ist? Vielleicht ist er ja verdeckt von einem anderen Spieler. Oder die Spieler sind sehr nahe beieinander und es ist etwas schwierig, Fußballspieler voneinander zu unterscheiden mit einer Weitwinkelaufnahme, weil die sehen ja ähnlich aus. Und dann haben sie vielleicht mehrere Positionen, wo sich ihr Spieler befinden könnte. Darum haben wir da eigentlich einen neuen Ansatz gemacht, der da auf zwei Erneuerungen beruht. Die erste ist, wir tracken direkt in 3D. Das heißt, wir möchten ja am Schluss 3D-Informationen haben, wo sich der Spieler befindet, auf dem Spielfeld oder auch für andere Applikationen, wo er sich wirklich im Raum befindet. Wir benutzen diese Information zusätzlich mit der abgeleiteten Information über die Bewegung der Spieler, um Hypothesen aufzustellen, wo sich der Spieler im nächsten Zeitpunkt aufhalten könnte. Diese Hypothesen werden dann anhand der Kamerainformation in die entsprechenden Frames da hineingemappt. Und dann sehen wir, dass da gewisse Hypothesen wahrscheinlich übereinstimmen mit diesem Bild und andere Hypothesen vielleicht nicht übereinstimmen. Das heißt, wir gewichten dann diese Hypothesen
anhand ihrer Übereinstimmung in den Bildern und können so berechnen, welche von diesen Hypothesen wahrscheinlicher sind und welche weniger wahrscheinlich sind. Das Ganze ist eigentlich im Detail da recht mathematisch. Das heißt, wir berechnen eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung oder verschiedene Hypothesen, wo sich der Spieler entsprechend befinden kann. Das wurde hier versucht da aufzuzeichnen. Das heißt, ich habe da eigentlich eine gewisse Verteilung von möglichen Orten oder könnte ich auch darstellen da irgend solch eine Kurve, die mir sagt, er ist am wahrscheinlichsten da, aber vielleicht auch noch an anderen Positionen. Mithilfe der Informationen über die Bewegung des Spielers kann ich dann ableiten, wo er sich im nächsten Frame befinden kann. Da gebe ich mir diese Verteilung. Dann verifiziere ich sozusagen diese Information anhand der Messung oder der Bilder, die ich zur Verfügung habe, und erhalte dann eine neue Verteilung, die mir sagt, wo sich der Spieler befinden könnte. Das hat erstens den Vorteil, dass ich da mit beliebigen Kameras arbeiten kann. Das heißt, in unserem Projekt gibt es vielleicht 3 oder 4 Kameras. Zum Teil ist er sichtbar, zum Teil ist er nicht sichtbar in den Kameras. Plus, wir gehen auch mit mehreren Hypothesen herum. Das heißt, wenn sich zwei Spieler, wenn sich die Wege einigermaßen gekreuzt haben und sie gehen wieder auseinander, ist vielleicht nicht mehr sicher für einige Frames, wer welcher Spieler ist. Das können wir verfolgen und dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Identifikation entsprechend auflösen. Das Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, wird nun integriert in die Software von der Firma Visarty und wir sind daran, das dann noch zu erweitern für weitere Sportarten, zum Beispiel Airbowl, Races, Flugraces oder Autorennen, Basketball, Baseball und so weiter. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.